Ja, und herzlich willkommen zurück zu Blood Omen 1. Den neuen Verkleidungszauber werden wir uns jetzt organisieren. Und dazu laufen wir jetzt ganz gemütlich durch diese Mine, den die Menschen im Willendorf ja, ausgegraben haben oder ausgehoben haben, die Mine, und dabei den Blutbrunnen zutage gefördert haben, uns den mächtigen Verkleidungszauber ermöglicht. Und ja, allein durch die Bauernverkleidung ist es doch recht schon ganz gemütlich hier erstmal ein bisschen Spaziergang zu machen. Wir werden uns dann wirklich nur um die Leute kümmern, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und ich glaube, wir haben da vorne schon direkt den ersten Fall. Ich sehe, sie kommen ja nicht mehr raus, ach so. Denn, ja, wir kriegen den. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, wir kriegen den nicht mehr weggeschoben, weil der da im Weg stand. Aber wir konnten einfach dran vorbeilaufen. Ja. Und gehen jetzt hier weiter. Noch so ein Stück. So, inkognito. Und schauen wir mal, dass wir da recht schnell halt rankommen. Er steht da, macht Yoga. Naja. Und weiter geht's hier. Bisschen Waggon schieben. Das macht ja Spaß. Was ist denn hier? Achso, okay, da unten geht's nicht rein. Ich hätte geguckt, ob da eventuell eine Tür ist, aber nein, dem war nicht so. Geh mal weg, dann ist es meins. So. Und weiter Waggons schieben. Schieb, schieb, schieb. Schieb, 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 schieb. So. Dann geht's jetzt weiter. Was ist aber denn da oben? Da ist noch Magie. Sehr schön. Der macht da oben auch wieder Yoga. Interessant. Okay, jetzt haben wir den Fall. Wir können ihn nicht weiterschieben, wir kommen an den Seiten nicht vorbei. Das heißt, wir müssen uns enttarnen, damit wir auf uns zukommen. Ja, komm. Boah, drei, vier. Ah, komm, der hat zwei. Der ist jetzt weg. Oh, super, das hat nicht gereicht. Aber das machen wir jetzt so schön. Guck mal hier. Kämpfe für uns. Kämpfe für uns und. Alter, hat er den gerade mit einem Schlag weggemacht? Das ist ja mal eine ganz harte Sau. Naja, gut, dass wir den erledigt haben. Ah, da will schon wieder einer hier spielen. Wir haben ja auch die Verkleidung nicht wieder angelegt. Aber mit dem Energieschild ist das alles kein Thema. Wie man sieht, Chaos ist im Energieschild funktioniert immer noch. Und wird auch die ganze Zeit über funktionieren. Ohne Probleme. Also wenn einem irgendwann mal das Blut ausgehen sollte, Energieschild anlegen, Chaosrüstung anlegen. Und dann ist alles im Lot. Ah, ein bisschen Magie und da müssen. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Müsste hier schon der Blutbrunnen sein. Und deswegen werden wir jetzt auch trinken. Im Gegensatz zur Verkleidung kann ich durch diesen Zauber vorübergehend die Form eines Sterblichen annehmen und mich so unerkannt unter den Menschen bewegen. Durch diesen Spruch erhält man den Anschein eines Adligen. Einige vertrauen sich eher einem Angehörigen höheren Standes an. Ja, und als Adliger können wir jetzt natürlich bei König Ottmar vorstellig werden. Und der größte Unterschied ist schon, man sieht, wir verwandeln uns nicht mehr, sondern wir haben einfach nur so eine kleine Maske oben kleben. Und ja, wir können halt auch immer noch zaubern. Oh, okay. Angriffe demaskieren uns. Das hatte ich mir jetzt schon fast gedacht. Aber ist ja schon mal gut zu wissen. Hätte ja auch sein können, dass wir dadurch nicht demaskiert worden wären. Wäre ein bisschen blöd, weil dann wäre das ja wirklich der ultimative Spruch.
aber wir können weiterhin Zauber wirken und das ist schon mal eine angenehme Sache. Denn so können wir aus dem Hinterhalt Zauber wirken. Ohne dass uns einer was tut. Hahaha. Ob wir das machen, ist eine andere Frage. Ich glaube eher nicht. So, hier ist nochmal ein Speicherpunkt. Den nutzen wir auch nochmal eben ganz kurz. Und gehen dann nämlich weiter. Und wir sind... Das mächtige Willendorf hatte den Leib der Erde aufgeschlitzt und wertvolle Metalle und alte Geheimnisse gefunden. Eines dieser... Ja, das kennen wir schon. Und jetzt sind wir nämlich im Willendorf. Wir werden einmal die Häuser hier absuchen. Wir werden wahrscheinlich wieder öfters mal auf die Karte drücken, denn das ist ja schon ein bisschen unübersichtlich. Hier vorne haben wir schon direkt das erste. Hier ist nix. Da ist nix. Und hier oben... Oh, ein Fass. Ja, eine Tonne. Und viel Blut, auf jeden Fall. Wir haben wohl die Blutbank gefunden. Witzig. Ja, genau. Das war wieder der Flachwitz. Ab und zu kommt ja mal einer in regelmäßigen Abständen. Oh, da dran vorbeigelaufen. So schnell kann das passieren, wenn man nicht auf die Karte achtet. Also hinein. Okay, hier ist nix. Da ist so. Achso. Ja, hallo, ich zerstöre dir deine Sachen. Ich bin adlig, ich darf das. Bauer. Ah, Onyx. Okay. Und die hier gemeinsam? Nettes Pärchen. Geht wer aus dem Weg? Ich bin vom Adel. So, dann schauen wir doch mal hier weiter. Da haben wir, okay, da ist ein Haus, das sind auch nur zwei. Okay, gut. Hier ist gar nichts, außer ein bisschen Blut. Schlachter? Schlachter bestimmt. Jo, genau. Ah, da unten ist noch ein Haus. Da werden wir natürlich auch noch mal eben reingehen, wenn wir schon mal hier sind. Wir machen ja gerne Hausbesuche. Ja, Menschen, dass ihr alle noch so fröhlich frei hier rumlauft. Bald habt ihr ein Problem. War schon wieder ran vorbeigelaufen. Ich glaub's nicht. Was bist du denn? Schmied. Aber hier gibt's auch nichts zu holen, außer Blut. Ja, das war's dann auch. Entschuldigung. Jetzt fliegen wir aber nochmal eben weg, weil wir hatten auf dem Weg hierher doch ein Felsbrocken gehabt, den wir nicht bewegen konnten. Und da will ich doch mal eben schauen. Hier war der nicht. Dass wir da mal eben schnell hinkommen. Ja, lasst uns mal in Ruhe hier. Tschüss. Und da, genau. Ich will wissen, was da unten in der Höhle ist. Der Metal Wolf ist wieder unterwegs. Okay. Ja, ich glaube, das war jetzt keine gute Idee. So, geht mir erstmal aus dem Weg. Nervt mich erstmal nicht mal. Macht euch mal hier selber kaputt, bitte. Danke. Danke. So, sieht das aus. So, und wenn wir das da jetzt reinschieben, dann... Ah, ja, super, jetzt haben wir ein Problem. Ah, ich will an die Herzen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Oder haben wir jetzt einfach nur den einen Felsblock hier hinten falsch verschoben, dass wir den gar nicht hätten noch... Den hätten wir gar nicht nach unten schieben dürfen. Ah, na super. Immer erstmal gucken hier und dann machen. Nö, ja, beziehungsweise ich mach mal erst, bevor ich mir das da vernünftig angucke. Also nochmal, wenn wir hinaus und hineingehen, ist ja wieder alles normal. Denn da unten will ich hin. Da gibt's aber bestimmt irgendwas Schönes.
Hallo. Hallo. Und noch mehr. Und hier. Da ist auch Hallo. Geh mir nicht auf den Keks. Du auch nicht. Wollen wir erstmal mit dem? Nee. Ja, zur Seite hätten wir ihn schieben müssen. Und jetzt können wir unten in die Höhle rein. Schauen wir doch mal, was uns da so erwartet. Okay, hier sind Apparaturen. Okay, mehr ist hier nicht drin, ne? Mal Leute, ob die die Felsen da vorgestellt haben? Naja. Ah, jetzt geht das hier auf. So, geh mal weg hier. Da sind euer Leute mit euch unterwegs, super. Ich mag euch nicht. Also brennen. So. Magie, einmal Immersion. Nee. Das kann das hier doch noch nicht gewesen sein. Wieso gehst du nicht hinüber? Ja, so ist auch okay. Wieso gehst du nicht? Hallo? Hallo? Stirb. Na egal, machen wir das auf die Art. So. Ach, hier ist auch noch ein Schalter. Ahahaha. Haben wir jetzt irgendwas hier freigeschaltet? Nee, oder? Gucken wir nochmal. Ah, da haben sich die Gerätschaften wegbewegt. Oh, hier gibt's dunkle Herzen im Ausverkauf. Oh, ist das ein schönes Geräusch. Sommerschlussverkauf im Gloskott. Geil. Wow. Also jetzt haben wir ja genug. Ja, Geister, komm, geht weg. Geht weg. Mensch, da haben wir doch gerade im Lotto gewonnen. Ist das super. Ah, sehr schön. Dann können wir uns ja jetzt nochmal wegfliegen lassen und uns um Willendorf kümmern. Beziehungsweise um König Ottmar. Okay. Wir starten hier direkt am Haupteingang. Ist irgendwie schön, dass da nichts ist. Gehen wir mal weg hier. So, jetzt wollen wir mal eben rein schnell ans Rüberlaufen. Gucken, ob wir auch wirklich nichts verpasst haben. Aber laut der Brücke sieht es so aus. Ja. Wenn wir das Haus da oben eben noch einmal anschauen, ob da eventuell was ist. Nein, gut. Also ab in die City, beziehungsweise erstmal den Vorgarten hier kontrollieren. Das machen wir jetzt mal so, weil die uns dann nicht auf den Keks gehen. Hallo. Und auch hallo. Ja, bye bye. Ja, gucken, ob da hinten was ist. Ach, das ist ja schon Fußmarsch. Nee, hier ist nix. Also, ab in die City. Wir wollen mal einen Einkaufsbummel machen hier. Und das ist wohl die erste richtig große Stadt. Also, die erste Steinchenkrö war ja auch schon groß. Aber das ist so für mich so etwas ganz Besonderes, Willendorf. Man kommt hier hinein und auch wenn Steinchenkrö schon eine große Stadt war und auch von Mauern umgeben, ist es zumindest für mich so, hier das erste Mal gefühlt, bekommt man das Gefühl, das erste Mal überhaupt in eine richtige Stadt hineinzugehen. Weil Steinchenkrö auch so in die so abgelegen war in den ganzen Felsgebirge da. Chorhagen kann man jetzt nicht zählen.
Denn die Stadt ist verpestet, komplett bis zum Ende. Hier ist Leben drinne und hier hat man so richtig Metropole. Das ist auch richtig gut gemacht, weil Willendorf so ja jetzt hier das letzte Bastion noch ist. Das Buch handelt von der Entstehung des Kreises. Der Kreis diente den Säulen, die unserem Land lebenspendende Macht innehaben. In dem unwahrscheinlichen Fall des Ablebens eines der Mitglieder ist der Kreis vorübergehend unterbrochen, bis die Säulen einen würdigen Nachfolger finden. Ich habe noch ein interessantes Buch gefunden, das tief unter den anderen Bänden vergraben war. Es berichtet von einem kleinen Kult, der einst in Nosgoth existierte. Wo immer die Anhänger hingingen, entstanden Gerüchte von Besessenheit. Nur wenig ist über den Gott bekannt, den sie verehrten. Okay, interessant. Die große Bibliothek von Willendorf, voller öder Bücher von Geschichtsschreibern, die von Dingen handeln, die wohl kaum jemanden außer die Schriftsteller selbst interessieren. Ja, so ist das in den meisten Bibliotheken. Aber wie ich gerade eben schon sagte, mit Willendorf, das ist echt gut gemacht hier. Gerade Willendorf ist so die letzte Bastion vor den einfallenden Horden von Nemesis, wie wir ja schon erfahren haben. Und dafür ist es auch gut gemacht, dass wir in allen anderen Städten vorher nie wirklich richtig Leben und auch kein Metropolen-Feeling drin hatten. Also nichts Großstadttechnisches, festungsmäßig, überhaupt nicht. Und hier einfach nur, geil, man kommt rein in die Stadt und man hat das Gefühl, wow, ja, hier ist was los, hier ist richtig City und was bist du denn für ein Schlachter? Leute hinten im Lagerraum aufhängen. Hier läuft auch nicht alles mit rechten Dingen zu. Naja, ich mag Wellendorf aber und das ist super. Auch wenn der König Ottmar nervt. Aber das werden wir noch herausfinden, warum das so ist. Nur die Laufwege sind natürlich ein bisschen intensiv. Noch Patronen hier versteckt. Okay, Leo, brauchen wir Licht? Sagen wir hier. So, da ist auch noch eine Tür. Da laufen wir nochmal eben. Jetzt machen wir den einen auf Wolf hier. Das wird ja sonst ewig dauern. Wir sind als Wolf sowieso so schnell unterwegs, dass uns die da eh nicht kriegen. So, was haben wir hier? Waffenladen, hier ist aber nichts drin, ja nicht. Ein offener Schrank, ne? Wer hat sich da wohl drin versteckt? Naja, egal. Und hier, nein. Nein, ach ja, wir konnten ja als Wolf keine Tonnen zerstören. Oh, das haben wir gleich beide weggemacht. So, schauen wir mal weiter. Da war die nächste Tür. Na, komm, geh weg. Greif uns nicht an. Ach, hier. Dunkle Herzen. Davon können wir nie genug haben. Ich glaube, so langsam haben wir so viele, dass wir. Die brauchen wir gar nicht mehr alle. Ein, zwei Türen noch. Sind da noch? Weil in den Seiten geht's weiter. So, hier ist der Pub. Oh. Brauchen wir mal ein bisschen einen Schluck trinken, wenn wir schon im Pub sind. Oh, hier die Tonnen aufmachen. Dabei die Wirte verbrennen. Warum auch nicht? So, geh hier rüber. Spring rüber, danke.
So, dann geht das hier oben nämlich weiter. Hausbesuch für Hausbesuch. Du solltest nicht versuchen, uns zu erledigen. Ah, mal wieder eine Implosion hier. Da ist noch zwei. Naja, die nehmen wir dann auch. Und dann haben wir nämlich hier schon alle Häuser in Willendorf abgesucht. Und können uns dann daran machen, in den Hof von König Ottmar zu treten. So, mal eben noch die restlichen Sachen hier abgreifen. Na, wo warst du denn? Ah, dran vorbei wieder mal. Das ist ja sehr schön. Naja. Oh, hier gibt's viele Kisten. Hier ist was los. Explosion, Verwesung. Peitsche, Peitsche, Peitsche. Und noch eine Peitsche. Ja, okay. Hier hinten ist nix. So, dann reiten wir mal weiter hier. Nur darüber. Und gehen dann direkt weiter. So. Aber dafür machen wir uns erstmal wieder adlig. Denn hier drinnen werden ja Wachen warten. Und die sollen uns ja nicht stören, wenn wir das Tor aufmachen. Um zum Hof zu kommen. Oh Leute, weitermachen. Als normaler Bürger werden wir hier auch gar nicht reingekommen. Oh schön, wir können halt Sachen, Gegenstände angreifen, ganz normal wie immer. Das ist auch richtig so. Halt, beziehungsweise wenn wir uns noch den mal Bauern gehabt hätten, hätten wir uns wieder zurückverwandeln müssen. So können wir in der Verkleidung Tonnen und sowas kaputt machen, ohne dass das die Leute stört. So, Schalter aktivieren. Ja. Schalter auf der anderen Seite. Und jetzt sind wir da oben auf der Burg und gehen jetzt auch nochmal die andere Richtung lang. Um da auch noch einfach mal zu schauen, ob irgendwas ist, irgendwas mitnehmen können. Und können uns dann, also können dann durch das Tor treten und bei König Ottmar vorsprechen. Ja, jetzt sind noch zwei Tonnen. Ja, zwei Peitschen, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Ja, hier stehen wieder genau die gleichen Leute. Halt nur andersrum. Hahaha. Jetzt ist das Tor auf. Dann werden wir mal uns gegen König Ottmar anschauen. Den hat das Orakel ja auch schon erwähnt. Und ein wenig schwächlich dastehen lassen. Ah, so sieht's also im Hof aus. Ein bisschen karg, aber naja, wer's mag. So. Als Kain den Hof von König Ottmar betritt, wird er von einem Diener abgefangen, der ihm mitteilt, dass der König niemanden empfängt, denn er trauere um die Prinzessin. Kain ist dies egal und verschafft sich Zutritt mit den Worten: Bald wird er um sein Königreich trauern. Erst wird er allerdings um dich trauern, wenn du mir nicht aus dem Weg gehst. So hat sich Kain Zugang zu Ottmar verschafft. Und doch die aus dem Norden einfallenden Armeen kümmerten ihn nicht. Ihm bewege nur das Schicksal seiner Tochter. Es war ein Geburtstagsgeschenk. Anlässlich ihres Geburtstags rief König Ottmar einen Wettbewerb aus. Und derjenige, der die schönste Puppe des ganzen Reichs schuf,
sollte einen Gefallen von ihm erbitten können. Der Gewinner war schnell bestimmt, Elsevier der Puppenmacher. Elsevier forderte nur eine Locke. Und kurze Zeit später verwandelte sich die Prinzessin in eine leblose Puppe. Und wer der Prinzessin ihr altes Ich zurückgeben kann, kriegt das Königreich von König Ottmar. Und so machte sich Kain auf die Suche nach dem Puppenmacher. Meine Tochter, ich fürchte, ich werde nie wieder ihr glockenhelles Lachen hören. Ottmar saß gebeugt auf seinem Thron wie eine Marionette, sein Bart von Tränen des Selbstmitleids getränkt. An meinem Hof wäre er schon längst von einem mächtigeren Herrscher gestürzt worden. In Willendorf jedoch verehrte das Volk ihn sogar in seiner Schwäche. Ich frage mich, was Willendorf täte, würde Ottmar endlich sterben. Ja, ein ganz schönes Dilemma, was er sich da zurechtgelegt hat, beziehungsweise was dort ist. Jetzt müssen wir aber auch erstmal los und die... Am Hofe ging das Gerücht, die Armee der letzten Hoffnung, Willendorfs stolzes Militär, sei für einen Kampf gegen die einfallenden Legionen der Nemesis nicht bereit. Sie waren damit beschäftigt, den Norden des Landes auf der Suche nach dem Puppenmacher und Ottmars Tochter zu durchkämmen. Außerdem erfuhr ich von einem Tunnel, der mich schnell von Willendorf in das fragliche Gebiet führen würde. Ja, ein Tunnel, das ist super. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den Puppenmacher finden, um die Armee der letzten Hoffnung mobil machen zu können. Also werden wir uns in den Tunnel begeben und dem Puppenmacher seiner Strafe zuführen. Ja, super. Das ist wieder so eine Sache, aber wo ich sage, ich mag so eine Geschichte. Dass ein selbstsüchtiger Held gezwungen wird, Gutes zu tun. Na gut, egal. Wir beenden die Folge hier, beziehungsweise ich beende hier die Folge und begrüße euch dann an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Bis dann, gehabt euch wohl.